Mein Name ist Alexander Pischon. Ich bin seit 2014 verantwortlich für den Nahverkehr in Karlsruhe. Einmal als Chef vom Karlsruher Verkehrsverbund, aber dann auch von den Verkehrsgesellschaften VBK und AVG. Mein Name ist Marius Zöllner. Ich bin wissenschaftlicher Vorstand im FCDI-Forschungszentrum Informatik. Für die Forschung im Bereich IT ist die Technologieregion Karlsruhe eine ideale Basis. Wir haben hier in Europa eine der führenden IT-Regionen. Für uns ist es sehr wichtig, in der Technologieregion Karlsruhe vernetzt zu sein. Wir arbeiten eng mit den Forschungsinstituten, Universitäten und den Industriepartnern zusammen. Wir sind sozusagen das Testfeld für diese Anwendungen. Neo an unserem Projekt ist die Verknüpfung des automatisierten Fahrens mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Sie kennen das, Sie fahren mit der Straßenbahn, Sie fahren mit dem Bus, Sie möchten Ihr Auto zu Hause lassen, aber der Weg zur Straßenbahn ist weiter als gedacht, es regnet und Sie haben keine Lust, diese 500 Meter, vielleicht auch einen Kilometer irgendwo mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu absolvieren. Und die Idee ist, wir holen Sie zu Hause ab mit einem autonomen Bus, einem Elektrobus, ohne Fahrerinnen, ohne Fahrer. Sie rufen den per App, Sie werden zu Hause abgeholt, er fährt Sie an die nächste Haltestelle oder zum Arzt. Und so können wir innovativ und sehr günstig auch die letzte Meile schließen für ganze Wohngebiete, für ganze Quartiere, die wir damit neu erschließen können, wo es sich vielleicht ein 12-Meter-Bus nicht lohnt oder wo es auch sich nicht lohnt, eine Straßenbahn reinzufahren. Gerade für solche Situationen ist es sehr, sehr sinnvoll, wenn man ein gutes Alternativangebot aufsetzen kann. Durch automatisierte, elektrische, vernetzte Fahrzeuge, sogenannte EFA-Shuttles, kann man dieses Angebot tatsächlich realisieren. Elektrisch deswegen, damit sie effizient sind, damit sie auch klimaneutral sind. Vernetzt deswegen, um sie zentral zu koordinieren und auch überwachen zu können. Und automatisiert, um natürlich ein flexibles Angebot schaffen zu können, welches praktisch Mobilität on demand, das heißt je nach Bedarf, realisiert. Unser Beitrag ist, dass wir erstmal die Vorlaufforschung für ein solches Projekt überhaupt realisiert haben. Das heißt, durch die lange Forschung im Bereich des automatisierten Fahrens haben wir schon eine gute Ausgangsbasis, um so ein Projekt zu stemmen. Ein weiterer wichtiger Beitrag ist, dass wir hier das Testfeld bereits haben, das Testfeld für autonomes Fahren in Baden-Württemberg. Dieses Testfeld haben wir gemeinsam mit den Forschungspartnern, gemeinsam aber auch mit dem KVV und der Stadt bereits aufgebaut und können es jetzt direkt für die weitere Forschung im Bereich der EFA-Shuttle nutzen. Ein wichtiger Beitrag von uns ist die Konsortialführerschaft in diesem Projekt. Das heißt, wir werden die Projektpartner auch koordinieren und für die Einhaltung natürlich des Projektfortschritts verantwortlich sein. Dieses Projekt ist sehr bedeutend für die Technologieregion Karlsruhe, aber auch durchaus im Konzert mit anderen Städten in Deutschland und der Welt. Ein Erfahrungsaustausch, den wir hier bieten können. Wir sind vernetzt über verschiedene internationale Plattformen und nationale Plattformen, wo wir uns austauschen über die Erfahrungen im autonomen Betrieb von Fahrzeugen und in dem Schließen der letzten Meile. Und ich glaube, der Beitrag des ÖPNV in den nächsten Jahren wird sehr groß sein, wird noch größer sein als in der Vergangenheit. Wenn wir diese Themen Klimawandel angehen wollen und müssen, ist die Verkehrswende sicherlich ein richtiger Schritt. Und die Verkehrswende bedeutet, wir müssen die Menschen dazu überzeugen, in unsere ÖPNV-Angebote zu kommen. Und die müssen sexy sein, die müssen Spaß machen, die müssen einfach sein. Wir schaffen hier in der Region die Entwicklung eines neuen Mobilitätssystems. Wir können kurzfristig unseren Bedarf als Gesellschaft einbringen in diese Entwicklung und langfristig steht uns ein Mobilitätssystem zur Verfügung, welches sowohl wirtschaftlich als auch flexibel als auch ökologisch sinnvoll ist. In 5 Jahren wollen wir alle Erkenntnisse haben, die nötig sind für die Umsetzung solcher Shuttle-Busse. Das bedeutet, wir wollen wissen, wie die technologische Basis auszusehen hat. Wir wollen aber auch darüber hinaus wissen, wie wir das Mobilitätsangebot gestalten können. Idealerweise haben wir in 5 Jahren auch schon Fragen der Zulassung und sonstige rechtliche Fragen geklärt und haben ein Konzept für die Zulassung solcher Fahrzeuge. Und wenn ich ein bisschen weiter denken darf als die 5 Jahre, die Grundlagen wollen wir dort treffen, aber wenn ich vielleicht auf 10 Jahre gehen darf, dann ist sicherlich die Idee, dass ich morgens aufstehe, dass ich meiner App sage, ich möchte nach Berlin.
die App sagt mir, bitte komm in 10 Minuten vor die Tür. Ich steige in den autonomen Shuttle ein, der fährt mich zum Hauptbahnhof und dann geht die Reisekette weiter. Ich fahre mit dem Zug nach Berlin. Ich fahre in Berlin mit einem anderen Shuttle von den Kollegen und komme dann in der idealen Reisekette dort an. Am Ende kriege ich den besten Preis mit einer Abrechnung. Ich habe einen Anbieter und dann bin ich glücklich. Und das wäre meine Vision für in 5 bis 10 Jahren. Die Basis davon ist der autonome Shuttle, der uns zu Hause abholt.